Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal und heute wird es urlaubstechnisch sommerlich, denn wir mixen einen leckeren Cocktail mit Werner Wermut PN Rosé. Für meinen frischen Sommercocktail brauchen wir als erstes den namensgebenden Werner Wermut PN Rosé. Außerdem einen Gin. Ich habe mich jetzt hier für Unique Gin, also eine etwas bärige Variation, entschieden. Ihr könnt aber natürlich auch einen klassischen London Dry Gin nehmen. Das geht hier alles. Außerdem braucht ihr Holunderblütensirup und natürlich noch ein bisschen was aus dem Garten, nämlich Minze und frische Himbeeren. Außerdem zum Auffüllen noch ein bisschen Tonic Water. Für unseren Sommercocktail nehmen wir als allererstes ein Weißweinglas und füllen das ungefähr bis zur Hälfte mit Eis, denn wir wollen uns auch ein bisschen abkühlen bei den heißen Temperaturen hier. Dann geben wir 4 Zentiliter Werner Wermut PN Rosé dazu. Außerdem 3 Zentiliter Unique Gin. Dazu kommen 2,5 Zentiliter Holunderblütensirup. Für den frisch-fruchtigen Touch geben wir jetzt 3 Himbeeren dazu. Außerdem darf natürlich Minze in keinem Sommercocktail fehlen. Dazu nehmen wir die Minze zuerst in die Hand und schlagen ein wenig die ätherischen Öle aus den Blättern hinaus und geben dann in etwa 8 bis 10 Blätter Minze auf den Drink. Das Ganze gut verrühren. Und unseren Traum von einem Sommercocktail mit Tonic Water aufgießen. Als Garnitur noch etwas Minze verwenden. Und fertig ist der perfekte Sommercocktail für die heißen Tage, gerade im Urlaub. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann liked es doch gerne und lasst doch gerne ein Abo da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und natürlich freue ich mich, wenn ihr diesen wunderbaren Drink zu Hause nachmixt und mir ein paar Fotos davon schickt. Bis dahin, zum Boden!